Tech-Session wollen wir uns um die Styles, Effekte, kartografischen Möglichkeiten des neuen Map-Viewers kümmern. Was habe ich geplant in der Session? Ich möchte einen kurzen Überblick geben über den technischen Stand von MapViewer und die Voraussetzungen. Und dann möchte ich Beispiele geben über Layer-Blending, Bildbearbeitungseffekte im MapViewer. Ich möchte über Multilayers, Vektorsymbole sprechen. Wie definiere ich sie? Was kann ich damit tun? Ich möchte einen Style vorstellen und wenn wir noch Zeit haben, möchte ich ein paar Hinweise für Fortgeschrittene geben. Welche Methoden haben wir denn im neuen MapViewer zur Kartengestaltung? Die sind verfügbar im MapViewer von ArcGIS Online und vollständig verfügbar im MapViewer in ArcGIS Enterprise 11. Das meiste geht auch schon in ArcGIS Enterprise 10.9.1. Wir haben Effekte. Das sind Bildbearbeitungseffekte, die auf einen Layer oder besser gesagt auf die Pixel in einem Layer losgehen, zum Beispiel Leuchten oder Schattenwurf. Dann haben wir Mischmodi. Das verrechnet die Pixel zwischen verschiedenen Layern miteinander. Vektorsymbole haben wir neu dazu bekommen, eine neue Art zu stylen. Da werden in ArcGIS Pro Symbolbibliotheken definiert, mehrere Schichten mit Symboliken, Vektorsymboliken. Und die kann ich jetzt auch freigeben in meine Online-Umgebung und dort nutzen und auch noch manipulieren. Das ist also nicht einfach nur so, wie es rauskommt, sondern ich kann die noch manipulieren. Und wir haben natürlich noch die traditionellen Styles, die haben wir schon immer, auf die möchte ich nicht näher eingehen. Da möchte ich nur den neuen Diagramm-Style vorstellen. Ein paar kurze Worte zum MapViewer. Falls Sie noch nicht kennen, Sie haben momentan in ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise in aktuellen Versionen, zwei verschiedene MapViewer. Der MapViewer Classic, den Sie kennen, und den neuen MapViewer. Der basiert auf der neuen JavaScript Engine. Das heißt, neu ist sie eigentlich gar nicht. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber basiert eben auf einer anderen JavaScript-Umgebung als der alte MapViewer. Und alle Sachen, die ich Ihnen jetzt zeige, setzen dieses JavaScript 4x voraus. Die funktionieren nicht in den alten JavaScript 3 Anwendungen, also MapViewer Classic oder den WebMap Builder. Die Layer, die können Sie natürlich hineinladen. Nur diese tollen Effekte, die wir noch gleich sehen werden, die funktionieren dann nicht. Die Layer und die Daten an sich, die funktionieren natürlich weiter. Der MapViewer ist schneller und schlanker. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, auch große Datenmengen verarbeiten und darstellen zu können. Wir haben hier Gruppenlayer, auch ineinander verschachtelte Gruppen können wir machen. Wir haben eben Diagramme, wir haben Beschriftungsklassen, dass eben die Beschriftung nicht immer 1:1 auch am Layer dranhängt. Wir haben viel mehr Pop-up-Funktionen, wir unterstützen mehr OGC-Services als im alten MapViewer Classic. Im Vergleich zum MapViewer Classic fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, an denen wir noch arbeiten, zum Beispiel einzelnes GIF als Symbol definieren oder, das ist eine große Sache, die noch fehlt, die Analysen. Die sind nur im Classic verfügbar, noch nicht im neuen, aber da ist Abhilfe in Sicht. Nächsten Monat in ArcGIS Online werden wir die Analysen auch im neuen MapViewer haben und im ArcGIS Enterprise werden wir das im März, April in der nächsten Version bekommen. Dann haben wir Feature oder Funktionsgleichheit mit MapViewer Classic. Aber MapViewer Classic wird trotzdem noch eine Weile bestehen, parallel zum neuen. Auffällig ist natürlich, dass das ganze Styling anders ist. Ja, man hat eben auch die ganze UI anders gestaltet. Nicht traditionell, wie man es kennt, sondern eher mit so Links- und Rechtsbalken. Und die aufgeteilten Karten, Layer und App-Funktionen. Ja, ist eine Umstellung, wenn man es macht, aber man gewöhnt sich recht schnell daran. Fangen wir mit ein paar Sachen an, mit Layer, Blending und Effekten. Im Wesentlichen zeige ich Ihnen jetzt das, was Sie vielleicht auf der Plenary gesehen haben, aber ich zeige Ihnen, wie man es tatsächlich gemacht hat. Das heißt, welche Einstellungen habe ich da gemacht, damit es so aussieht, wie es aussieht. Ziel ist es, eine eigene Grundkarte zu definieren und das den Kollegen bereitzustellen. Legen wir mal los. Ich habe hier die Karte, nackte Hintergrundkarte. Und da lade ich jetzt einen WMTS-Layer von basemap.de ein. Der sieht ja erstmal so aus, hat eben keine Topografie dabei, wie er halt definiert wurde. Aber von basemap.de gibt es eben auch die Topografie, also sprich die Schummerung dazu. Und die kann ich überlagern. Traditionell mache ich die Überlagerung, indem ich bei dem darüberliegenden Layer Transparenz einschalte. Ja, kann man machen, führt aber zu einem ausgewaschenen Kartenbild. Nicht schön. Das ist viel besser, wenn man eben hier diese Layer-Effekte nutzt, nämlich das Verschmelzen miteinander von zwei Layern miteinander, das Verrechnen auf Pixelbasis.
Darum ist es auch völlig egal, woher der Layer kommt oder welches Serviceformat es ist. Es geschieht auf Pixel-Ebene. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Die will ich im Einzelnen nicht eingehen. Die sind auch in der Hilfe beschrieben. Ein paar sind eher ja, selten nutzbar. Ein paar davon, dazu gehört dieses Multiplizieren, sind total nützlich. Jetzt werden eben die Pixel aneinander verrechnet. Man hat weiterhin knackige Farben. Die Texte sind sichtbar. Es sieht einfach viel, viel besser aus als in Transparenz. Was man jetzt aber noch machen kann, ist, dass man hier, was ich auch schon gemacht habe tatsächlich, ist, dass man den Hillshade zum Beispiel transparent schaltet, um so diese Dominanz aus dem Bild rauszunehmen. Nächster Punkt, den ich machen will, ist, ich möchte Umgebung darstellen. Und dafür lade ich einfach die klassische World Topo Map von S3 mit ein. Jetzt haben wir hier einen sehr unschönen Effekt. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Wenn Sie genau gucken, ein bisschen raus hier, dieses Peeding, da haben Sie so einen Ghosting-Effekt. Das kommt eben, weil dieses Multiplizieren auf alle Layer in so einem Stapel wirkt. Darum hat man dieses Peeding jetzt von der Basemap.de-Karte und von der topografischen Karte. Da machen wir jetzt ganz was Klassisches. Wir fügen eine Maskierungslayer ein. Zack, weg ist er. Letztendlich habe ich ja nur eine weiße Fläche drüber gelegt. Mehr habe ich dazu nicht gemacht. So, wie haben wir jetzt diesen Fade-Out-Effekt definiert? Dafür habe ich noch einen weiteren Layer hier. Ups, nicht den hier. Den hier. Den sieht man jetzt nicht. Das ist auch nur dieser weiße Flächenlayer. Für den definiere ich jetzt einen Effekt, nämlich Blooming. Ich lasse ihn leuchten. Und über die Eigenschaften hier verschmelzen, mache ich Ziel-In. Damit kann ich Layer gegeneinander ausblenden. Und weil ich hier so einen Übergang habe durch das Blooming, wenn ich Ziel-In mache, habe ich den umgekehrten Effekt. Ich drehe es um, dass ich hier so einen Fade-Out-Effekt habe. Da kann man mit diesen Effekten noch ein bisschen rumexperimentieren, wie die aufeinander wirken. Es kommt eben darauf an, liegt ein Layer drüber, liegt er drunter, Ziel-In, mit dem kann man hier solche Effekte erreichen. Und was jetzt noch fehlt, ist der Schlagschatten. Da geht man auf eine der Basemap-Karten. Ich nehme die topografische Karte und sage hier, ich möchte einen Effekt haben und einen Schatten. Und habe keinen Schatten. Warum habe ich da keinen Schatten? Weil ich den hier definieren muss, weil ich den auf der Hillshade definieren muss. Weil beim anderen ist er nicht sichtbar. Jetzt habe ich eben das erreicht, was ich in der Plenary gemacht habe. Ich habe diesen Basemap Layer definiert. Der steht auch hier zur Verfügung in der Grundkarte. Ist der schon da? Das ist der hier. Wie hat man das dann gemacht? Wie erstellt man den? Die Sachen, die ich hier in den Layern gemacht habe, die verschiebe ich alle in die Grundkarte. Das mache ich jetzt nicht. Die sind alle hier mit dabei. Mal reinschauen in die Hillshade. Dann ist die eben genauso definiert, wie ich das hier gemacht habe. Es sind diese Layer mit den ganzen Effekten definiert. Und das nächste, was man dann noch tun muss, um das damit es eben hier in der Galerie für jeden auftaucht, damit jeder damit arbeiten kann, da springe ich jetzt zurück in die Folien. Dafür muss ich dann eben eine Gruppe definieren, die heißt bei uns Basemap-Gruppe, gebe da die Webmap frei und in den Einstellungen für die Organisation in der Grundkartengalerie Basemap-Gruppe und dann taucht sie hier auf. Next, freistellen. Wollen wir uns angucken. Ich habe hier einen Dienst geladen, den kann ich nicht weiter beeinflussen, weil er eben ein Dienst ist. Und was ich haben möchte, ich möchte eigentlich nur die Daten von Bayern oder von einem anderen Bundesland haben. Was kann ich tun? Gehen wir zurück in die Live-Demo. Eine andere Karte. Gehen wir ein bisschen raus. Maskieren. Das hier ist ein WMS-Server vom DWD, der gibt mir die, was sehen wir da eigentlich? Die Sommertage als Referenzkarte. Wie viele Sommertage gibt es da eigentlich in den Bereichen? Und wenn ich dann hier eine Maske habe, kann ich die einfach ausschneiden. Traditionell würde man vielleicht sagen, ja, ich betone sie so mit einer Grenzlinie, aber ich definiere einfach eine Maske. Wie habe ich das gemacht? Das ist einfach eine Fläche hier. Und habe hier über Eigenschaften habe ich dieses Ziel-In gemacht. Das heißt, ich sehe von den Layern, die darunter sind, also von allen Layern, die darunter sind, innerhalb dieser Gruppe hier, sehe ich nur die, die unterhalb dieser Maske sind.
diese Maske hier, das ist eigentlich das Schöne, hat einen Filter, das sind alle deutschen Bundesländer. Da sehen Sie es. Ich nehme einfach noch einen hinzu, das ist das ganze Europa. Ich nehme hier DE3 und DE1 noch hinzu. Fertig. Speichern. Und zack, habe ich hier, ja, diese Bundesländer. Da kann ich die Maske beliebig erweitern. Eine sehr schöne Sache, wenn ich eben Daten nicht anhand der Attribute filtern kann. Es ist hier einfach ein Kartenbilddienst. Kann ich hier noch definieren. Schöne Sache, auch mit diesem Ziel-In, das ich vorhin auch für den umgekehrten Effekt genommen habe, mit diesem Fade-Out-Effekt. Kann man hierfür auch nutzen. Nächstes Beispiel. Unsicherheiten darstellen. Da muss man sich ein bisschen von gewohnten Karteneigenschaften kann man sich entfernen. Wir haben hier Daten gerechnet, und zwar hier sehen wir links mal das normale Luftbild, wie es momentan in der Grundkarte ist, oder auch wie man es in Google Maps sehen kann. Und hier sehen wir die Sentinel-Aufnahmen vom August diesen Jahres. Da sieht man schon, das passt nicht, da ist ganz viel Wald abgestorben. Und hier haben wir mit unseren Image-Methoden eine Change Detection gemacht zwischen zwei Sentinel-Szenen. Und hier in dem Bereich, da hat sich was getan. Also größtenteils ist hier Wald abgestorben. Jetzt, wenn wir uns das mal angucken, hier auch wieder in der Karte. Maskieren schalten wir aus. Wir gehen auf Ungenauigkeit, Unschärfe. Hier ist das Change Area, das ist da oben. Schalten wir nochmal Sentinel ein, damit wir da was sehen. Das ist eine Genauigkeit, die es überhaupt nicht gibt. Ja, wir grenzen, also so Flächen sind bei uns immer grenzscharf dargestellt. Das stimmt überhaupt nicht, weil die Genauigkeit von so Methoden ist einfach beschränkt, auch von der Pixelauflösung her. Was kann man tun? Na, man kann zum Beispiel die gleichen Flächen nehmen und so einen Verwischen-Effekt definieren, dass man nicht mehr so ganz grenzscharf hat. Ja, irgendwo hier aber am Rand fasert so aus. Wenn wir uns das mal hier auch angucken, in den Effekten, ist hier der Verwischen-Effekt gewählt worden. Ja. Oder was man auch machen kann, man kann wieder Vektorsymbole nehmen und das zum Beispiel so gestalten. Wenn wir hier auf die Eigenschaften dieser Vektorsymbole gehen, Styles, können wir noch ein bisschen rumspielen. Jetzt sehen wir jetzt diese Vektorsymbole, um die kümmern wir uns gleich. Haben wir hier so Vektormarker definiert. Die eben keine Grenzlinie zum Beispiel haben. Ich habe die Grenzlinie ausgeschaltet und habe hier eben eine gewisse Farbe eingestellt für die Symbole nach gewisse Größe. Mit denen kann man noch ein bisschen spielen hier. Wenn man die ein bisschen größer macht, dann werden sie auch besser sichtbar. Oder man kann sie eben auch kombinieren mit diesem Effekt hier. Da müssen wir sie allerdings kleiner machen. Das sieht so aus, als hätten die Masern. Da müssen wir die Größe ein bisschen kleiner machen. Kann man eben Flächen, die eigentlich keine scharfe Grenze haben, darstellen durch diese Effekte. Das ist jetzt sicher nichts Neues. Ein Kartograf hat das schon immer gemacht, aber jetzt kann ich es eben auch nachstellen online, diesen Webanwendungen. Das nächste, das ich Ihnen zeigen will, Vektorsymbole. Haben wir schon eben gehabt. Vektorsymbole gibt es für Linien, Punkte und Flächen. Zeigt Ihnen vor allem für Flächen, weil man es da am schönsten zeigen kann. Es gibt eben tatsächlich definierbare Layer, die man auch einzeln beeinflussen kann. Auch hier gilt, es gilt nur für die neuen Clients und es gibt in jedem MapViewer Standard-Styles, die SRE mitliefert. Ich kann die allerdings auch selber machen. Und wie mache ich das selber? Bevor wir jetzt in MapViewer gehen, gehen wir jetzt mal, verlassen wir das Web und gehen in Pro hinein. Hier hat man im Katalog die Styles, die Zeichen-Styles, die man hat. Ich habe hier einen eigenen definiert, ja, JMO Personal. Da habe ich zum Beispiel Punktsymbole drin oder auch das Polygonsymbol, das wir uns angucken. Das ist genau der hier, den ich in der Plenary gezeigt habe. Der hat drei verschiedene Ebenen. Die Füllung, die Umrisslinie und den Marker. Und wenn wir dann hergehen in Styles und sagen Share as Web Style, dafür muss man natürlich angemeldet sein, Share as Web Style wird aus diesem Desktop Style, wird das umgeschrieben oder wird veröffentlicht in meine ArcGIS-Organisation hinein. In ArcGIS hat man dann eben in ArcGIS Online, muss ich sagen, im MapViewer, gehen wir mal hierher, haben wir
Wo haben wir eine Grube? Hier zum Beispiel. Sehen wir es. Haben wir eben dann die Möglichkeit, die noch weiter zu beeinflussen. Hier unter den Style-Optionen geht man hier auf die eingefilterten, hat hier die Vektorsymbole und hat eben hier doch die Möglichkeit, den Vektormarker, die Füllung zu beeinflussen oder auch den durchgezogenen Strich, also den Rand schlicht und ergreifend zu beeinflussen und auch hier den Vektormarker. Also auf alle drei Ebenen habe ich dann Einflussmöglichkeit oder vier oder fünf, je nachdem, wie man es definiert hat. Eben eine super Möglichkeit, wie man die StyleSarcus Pro auch für Vektorgrafiken und nicht nur einfach für fertige Karten, die so sind, wie sie sind, ins Web bringen kann. Nächste Demo, Diagramm Styles. Styles kennen Sie. Da will ich eben jetzt nicht in Gänze durchgehen. Die sind ähnlich, wie Sie es auch im MapViewer Classic schon kennen. Die im neuen MapViewer sind umfangreicher, aber letztendlich im Prinzip, wie man es gewohnt ist. Gehen wir mal auf die Diagrammsymbole. Die habe ich in Bayern, das sind bayerische Daten. Na, sind wir schon richtig. Kann ich eben für Punkte oder für Flächen dann im geometrischen Schwerpunkt, Attribute in der Art und Weise definieren. Und wir hatten jetzt viele, viele, viele Jahre keinen featurebezogenen Diagrammstyle. Wir hatten zwar immer Diagramme für die ganze Karte, aber wir hatten nie Diagramme für einzelne Features und die feiern jetzt zum Glück ein Comeback. Diese Styles sind Multi-Attribut-Styles. Das heißt, jede Farbe, die Sie hier sehen, kommt aus dem Wert eines einzelnen Attributs. Ich habe hier eben einen Kreis definiert oder hier oben dann einen Ring definiert. Es gibt die mit Einheitsgröße oder eben die Größe nach der Summe der einzelnen Attribute. Da kann man sich ja durchaus austoben, spielen mit den Daten. Sind sicher nicht für alle möglichen Sachen geeignet, aber hier ist es ganz gut geeignet. Hier wollte ich eben mal wissen, für was wird eigentlich Fläche in Gemeinden so gebraucht in Bayern. Das Rote ist Wohnfläche, das Blaue ist Verkehrsfläche. Ja, man sieht schon, in den meisten Gemeinden wird mehr für Verkehr getan als für die Einwohner. Aber das eignet sich hervorragend, um solche Sachen darzustellen. Es ist immer eine Herausforderung, mehrere Attribute, eine Darstellung für mehrere Attribute zu finden. In der Plenary haben Sie noch die interaktive Legende gesehen, aber hier die Diagramm-Styles sind auch ganz gut für gewisse Daten geeignet. Da möchte ich auf einen Punkt hinweisen, die Größe der Punkte, die wir hier sehen, die definiert sich eben nach der Summe der genutzten Attribute. Da muss man aufpassen, es ist nicht eine Summe von irgendeinem anderen Attribut, das ich wählen kann, zum Beispiel Gesamtfläche. Diese Gemeinde ist immer die Summe der genutzten Attribute, macht auch Sinn, aber man muss eben vorsichtig sein, welche Aussage man hier treffen will. Jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps und Tricks. Ein Beispiel, wieder zu den Vektorsymbolen. Ich zeige Ihnen, das hier zum Beispiel ist so ein, ja, so ein Hash-Symbol, eben so gekreuzte Linien. Das ist keine schöne Darstellung, ich habe es nur gewählt, damit Sie die Unterschiede sehen. Grün und das Rot und Blau eben für die inneren Gitter. Ich kann einiges anpassen im MapView, hier sehen Sie die UI. Ich kann eben die Farbe und die Dicke anpassen, aber einige andere Sachen kann ich nicht anpassen. Aber wenn ich mal in diesen Layer nehme und diese JSON-Definition reingucke, dann kann ich sehr wohl noch sehr viel mehr definieren, was einfach nicht in der UI ist. Es wird unterstützt, aber es ist halt nicht in der UI. Hier zum Beispiel habe ich den Abstand der roten, der senkrechten Linien vergrößert und habe außerdem eine Kippwinkel auf 45 Grad, das heißt Rotation 45 Grad und Separation 16 Einheiten gewählt. Und auch wenn ich jetzt hier dann die Farbe zum Beispiel in der UI ändere, bleibt das hier erhalten. Das heißt, es ist bei unseren Techniken oft so, dass unter der Haube mehr Funktionalität da ist, als tatsächlich schon in der UI konfigurierbar verfügbar ist. Darum hier der Hinweis für Sie, da geht, wenn man in das JSON reingeht, in die Layer-Definition reingeht, geht da noch einiges mehr.
Noch ein Tipp, den ich für Sie habe, das, was wir vorhin gesehen haben, diese kleine Anwendung mit den Flächennutzungen in Bayern für die Gemeinden, das ist eigentlich eine sehr schöne Anwendung. Mit Mausklick sieht man gleich alles, was da ist. Da ist eine relativ viel Konfiguration dahinter. Ich habe zum Beispiel zwei Layer gewählt. Die Flächennutzung für die Fläche. Dafür habe ich die Pop-up-Definition gemacht. Ich draufklicke, ich weiß, ja, wo ist die Gemeindefläche und eben die ganzen Informationen fürs Pop-up. Und den kleinen, den inneren Kreis habe ich da definiert. Das Diagrammstyle ist immer im geometrischen Mittelpunkt der Fläche wird die gezeichnet. Dann habe ich den Flächenstyle genommen, habe es durch eine Analyse durchgejagt und habe mir die geometrischen Punkte rausgeholt. Das sind die Mittelpunkte, die geometrischen Mittelpunkte der Flächen. Das ist ein zweiter Layer. Den habe ich ebenfalls, für den habe ich das Pop-up deaktiviert. Das habe ich hier schon. Das ist der gleiche Layer mit den gleichen Daten. Und habe ebenfalls Diagramm und Größe genommen als Style. Habe die Größe so angepasst, dass sie eben außerhalb ist. Und habe auch andere Attribute genommen, aber die in der Summe das gleiche geben. Aber damit ich zum Beispiel hier die Verkehrsflächen noch besser aufdröseln kann, eben in Parken, PKW-Verkehr, Schiffsverkehr, Luftverkehr und so weiter. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe ein Label definiert für die Punktklasse. Das hat nämlich den Vorteil, dass das Label für Punkte immer so platziert werden, dass das Label nicht das Punktsymbol überschreibt. Dass es also immer ein sauberes Kartenbild ist. Und habe außerdem für das Labeling noch eine andere Sichtbarkeitsklasse definiert als für die eigentlichen Diagrammsymbole. Also die Kombination von verschiedensten Einstellungen für zwei verschiedene Layer kriegt man dann schon ziemlich viel Information und Interaktivität in ein kleines Projekt hinein.